Der Bau der Waldstraßenbrücke geht sichtlich voran. Aktuell werden mit Hilfe eines Bohrgerätes Bohrpfahlwände zur Stabilisierung der alten Brücke gebaut. Das Bohrgerät bahnt sich seinen Weg durch die Fundamente der Waldstraße. Dieser Prozess dauerte mit einem dieser Geräte unerwartet lange. Somit wurde Anfang der Woche ein zusätzliches zweites Bohrgerät geliefert, um den Baufortschritt zu beschleunigen. Nach Bau und Aushärtung des Betons der Bohrpfahlwände kann mit dem Abriss der Brücke begonnen werden. Zwischen dem 31. Januar und 25. Februar müssen sich die Anwohner auf nächtlichen Baulärm einstellen. Aufgrund, dass in der vergangenen Woche beim Betonieren eines Bohrpfahls Beton im Gleisbett der Bahn ausgetreten ist, müssen zusätzliche Bauarbeiten durchgeführt werden. Ursache war das Bestehen unbekannter Hohlräume im Baugrund. Da die Sicherheit des Bahnbetriebes jederzeit gewährleistet werden muss, könne das Betonieren der gleisnahen Bohrpfähle nur nachts durchgeführt werden, wenn der Bahnbetrieb ruht.